Voroperierte Nase zu behandeln, bedarf viel Spezialwissen der Anatomie, aber auch der Anatomie, die nach so einer Vernarbung der Nasenspitze hervorgerufen wird, um keine größeren Schaden hier zu erreichen. Da warnen ja auch viele andere Fachkollegen von mir regelmäßig auf Instagram, dass das nur in fachspezifische Hände gehört. Das kann ich mir nur daran anschließen. Und ich denke, auch so eine Korrektur hier sollte nur dann durchgeführt werden, wenn der Behandler hier entsprechend das Fachwissen vorweisen kann.